Es wird oft behauptet, dass Concealer für eine reife Haut nicht optimal ist. Viele lassen sogar den Concealer weg. Ich behaupte als Make-up-Artist, es kommt auf die richtige Technik an und es kommt darauf an, dass du die richtigen Produkte verwendest. In diesem Video werde ich dir einen Game Changer zeigen, dass auch du wieder Concealer benutzen kannst, Ü40, Ü50, Ü60. Und wie ich das mache, das erkläre ich jetzt, denn es gibt eine Technik, die wirklich dafür verantwortlich ist, dass dein Concealer den ganzen Tag hält, sich gut verteilt und nicht in die Fältchen reinlegt. Wenn dich das jetzt interessiert, dann schau rein ins Video. Viele, meist junge Menschen, wenden diese Concealer-Technik an. Sie geben den Concealer direkt auf die Haut, möglichst hell, verblenden, ich übertreibe jetzt ein wenig, hellen den unteren Bereich sehr stark auf, klopfen das ein und am besten dann eben noch mit einem Baking-Puder einmal so über die Haut. Und bei der jungen Frau hält der Concealer den ganzen Tag. Sie hat keine Fältchen unter den Augen, er kriecht nicht in die kleinen Fältchen rein und ja, hält so den ganzen Tag. Aber für unser Alter funktioniert das auf gar keinen Fall. Ich zeige dir jetzt, wie es richtig geht. Ich starte mit dem Bare With Me Serum Concealer von NYX. Da gebe ich mir einen Hub einfach hier so auf meine Handoberfläche und verreibe das Ganze. Das, was ich jetzt hier so auf dem Finger habe, ganz wenig, dippe ich mir in den Augeninnenwinkel. Dann gehe ich nochmal in den Concealer und setze mir das an das äußere Augenlid. Den mittleren Bereich, den lasse ich erst einmal frei. Dann nehme ich mir ein kleines Pinselchen und verteile mir hier nochmal den Concealer. Nimm mir einen etwas angefeuchteten Beauty Blender, arbeite mir das hier schön im Auge ein. Und jetzt kommt der Game Changer. Ich nehme einmal hier The Dewy Finish von NYX. Das funktioniert eigentlich am besten. Es hat etwas mehr Feuchtigkeit. Das sprühe ich mir einmal auf. Ein Hub auf die Hand. Verteile mir das hier und dippe so etwas in das Setting Spray rein. Dann nehme ich hier unter dem Auge den Finger, klopfe den Concealer mit dem Setting Spray ein. Das wird dann feucht unter dem Auge. Und der Concealer dringt ganz schön in die Haut ein, verteilt sich ganz gleichmäßig und setzt sich nicht mehr in die Fältchen ab. Dann nehme ich mir ein Papier zum Beispiel zur Hand oder einen Fächer, fächere das hier ein wenig und der Concealer wird bombenfest unter dem Auge halten und er wird nicht in die Fältchen kriechen und es ist ausreichend. Wem das jetzt trotzdem nicht genug ist, kann es ein wenig abpudern, aber wirklich dann nur ganz wenig. Schaut, dass ihr das hier nochmal abklopft, auch nochmal hier auf die Handinnenfläche, dann rutscht der Puder einmal in den Pinsel rein und gibt nicht so viel Puder ab. Dann dippt ihr einfach nur nochmal so leicht über die Haut und ihr habt den Concealer fixiert. Das ist jetzt die Variante aus der Drogerie. In der Drogerie funktionieren folgende Sachen noch. Ich habe einmal hier von NYX zum Beispiel diesen Color Corrector. Das funktioniert super gut. Dann, wie gesagt, eben der Concealer oder aber auch hier zum Beispiel von L'Oréal der Concealer. Der hat eine integrierte Augencreme. Also alles, was sehr leicht ist für eure Haut, was ein Serum hat oder ihr habt einen Concealer, den könnt ihr auch mixen mit einem Augenserum oder einer Augencreme. Das funktioniert alles super. Oder ihr nehmt zum Beispiel auch zum Fixieren das Longlasting oder auch hier. Funktionieren alle super. Hier ist die High-End-Variante und zwar der neue Concealer von IT Cosmetics. Ich nehme den Concealer wieder auf meine Hand. Verteile ihn hier auf dem Handrücken, sodass nur ganz, ganz wenig eben auf der Hand liegt. Dann gehe ich an die Seite bis zur Mitte, gehe hier ans Ende vom Auge. Wenn ich den Eindruck habe, da kann noch so ein bisschen dazu, kann ich das nach und nach
eben einmal dazugeben und variieren. Der Concealer hat hier oben auch ein Bürstchen. Du kannst auch ganz leicht mit diesem Bürstchen hier neben an die Seite gehen und dippst das hier, klopfst das hier am Auge im Innenwinkel an und dann einmal eben hier zur Seite. Ich schaue mir das nochmal an. Das ist ganz, ganz zart, ganz, ganz wenig. Und jetzt kommt die Variante mit dem Setting Spray. Ich habe hier von Charlotte Tilbury das Airbrush Finish. Da gebe ich mir einen Hub auf die Hand, gehe einmal mit meinem Finger hier rein und gehe dann einmal unter das Auge und arbeite mir den Concealer mit dem Setting Spray unter das Auge ein. Dann nehme ich mir wieder etwas Papier und wedle. Und das muss ganz, ganz trocken sein. Wer jetzt kein Puder möchte, dem reicht auch diese Fixierung und diese Variante. Probiert es unbedingt mal aus, denn es funktioniert wirklich 100%. Wer jetzt nicht ganz so trockene Augen hat, der nimmt sich auch von NYX dieses Puder immer noch mal abklopfen oder dann auch noch mal so auf der Handfläche, damit das Puder in den Pinsel reinrutscht und nicht direkt oben so viel Abgabe vom Puder hat. Dann dippt ihr noch einmal hier rüber und ihr habt eine wunderbare Abdeckung, die euch den ganzen Tag hält. Wenn ihr jetzt Probleme auch mit Tränensäcken zum Beispiel habt, habt ihr noch die Möglichkeit, dass hier unten drunter ist die Haut ja dann relativ hell von dem Concealer. Wenn man jetzt einen dunkleren Concealer nimmt, tritt das noch hier etwas zurück. Ihr könnt euch hier noch zwei Punkte machen und klopft euch etwas dunkleren Concealer hier in Richtung Tränensäcke. Dann habt ihr das optimale, 100%ige Ergebnis und könnt in dem Alter Ü40, Ü50, Ü60 wirklich strahlen in dem Augenbereich und habt keine Probleme, dass sich Concealer absetzt, dass Concealer in die Falten kriecht. Denn es ist so, ja, man könnte natürlich Concealer komplett weglassen, aber für viele ist das keine Lösung, weil sie einfach eben unter dunklen Augenschatten leiden. Und es sieht immer besser aus, es hebt das Auge, es macht das Auge größer und die ganze Haut sieht einfach perfektioniert aus. Produkte, die ich getestet habe, Ü50, wären unter anderem von Armani der Concealer, der funktionierte sehr gut. Dann auch die Tarte Concealer, die gibt es einmal zum Beispiel etwas flüssiger oder einmal etwas cremiger. Das ist auch so ein Color Correcting. Der hat also, wie ihr seht, so ein bisschen eine rosane Farbe und funktioniert sehr, sehr gut. Dann habe ich zum Beispiel hier von NARS noch die Concealer. Die kennen wohl auch einige. Das ist ein Eye Brightener, der funktioniert auch super gut. Ja, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr vielleicht einen Concealer habt, wo ihr sagt, den würde ich meiner Freundin empfehlen. Das ist genau der richtige, der funktioniert super. Dann schreibt es mir unten in die Kommentare. Dann werde ich auch immer wieder gefragt, zeig mir Setting Sprays, die besonders gut funktionieren. Im High-End-Bereich wäre das Charlotte Tilbury oder hier von Urban Decay. Oder wer sehr gut auch funktioniert, ist hier The Pore. Und an Puder, meine Empfehlungen wären It Cosmetic. Das ist immer super, super gut für eine reife Haut. Der neue von Givenchy, das ist auch ein toller Puder. Den gibt es auch in einer kleinen Größe. Dann braucht man nicht direkt mit einer großen Größe anzufangen. Oder Laura Mercier. So, das sind Produkte, die ich empfehlen könnte. Und wie gesagt, meine Drogerieempfehlungen habe ich schon gegeben. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir gerne einen Daumen hoch. Und ich freue mich, dass ihr wieder zugeschaut habt. Ich glaube, dass das für euch wirklich ein Game Changer ist. Teilt dieses Video, teilt das mit euren Freunden. Und ja, ich denke, dass wir da ganz, ganz weit vorne sind mit unserem Concealer und dass es wirklich ein richtig toller Tipp ist. Bis dann, ihr Lieben. Ciao, bis nächste Woche.